Tausende Studierende, tausende Ideen. Und der Campus bietet tausende Möglichkeiten, diese Ideen umzusetzen. Überall gibt es Initiativen und Zusammenschlüsse von Studierenden. Nick Oberlick gehört zum Universitätskolleg. Sein Auftrag, studentische Initiativen fördern. Er hat versucht, sie alle zu zählen. Was wir an Recherchen erfolgreich gemacht haben im Internet, waren ungefähr 100 Initiativen, wobei das ja ein breiter Begriff ist. Der beste Zugang ist erstmal zu sagen, es spiegelt tatsächlich sehr stark die Gesellschaft wieder, ein großes Stück, fächert sich aber auch auf nach den verschiedenen Studienangeboten, also den Fachbereichen, den Studiengängen. Ja, dann gibt es einen schweren Fokus auf soziale Aspekte, politische Aspekte, hochschulpolitische Aspekte. Wer sich also engagieren will, sollte sich auf dem Campus mal genauer umschauen. Die Spannbreite reicht von lustigem Betrinken in besetzten Freiräumen bis zu vermeintlich trockenen VWL-Ansätzen. Die Idee der pluralen Ökonomik ist wirklich, die VWL endlich zu einer kritischen Sozialwissenschaft zu machen, einer reflektierten Sozialwissenschaft zu machen, für die theoretischer Pluralismus selbstverständlich ist. Ah ja, geht es für Nicht-Ökonomen auch etwas genauer? Ja, also wir haben ein Plenum, ein Arbeitsgruppentreffen, immer einmal die Woche. Und dort besprechen wir Inhaltliches. Also vor 2 Wochen habe ich zum Beispiel einen Input zu marxistischer Ökonomik gemacht und davor hatten wir einen Input zu Postwachstumsökonomik. Und die alternierenden Wochen machen wir ein Orga-Plenum. Dort besprechen wir dann zurzeit beispielsweise den Wahlkampf und die Ringvorlesung, die wir planen im kommenden Wintersemester. Wer seinen Studiengang nicht komplett umkrempeln will, sondern einen Raum sucht, in dem er sich mit Kommilitonen austauschen kann, der sollte im Anglarium vorbeischauen. Wie die meisten studentischen Cafés wird der Raum schon seit Jahrzehnten besetzt. Ja, das Anglarium ist ein Café von Studenten für Studenten. Es wird getragen hauptsächlich von der Fachschaft Englisch, aber es ist offen für jeden und auch offen für jeden zum Mitmachen. Hier liegt der Fokus eher auf dem geselligen Miteinander. Es gibt Veranstaltungen, die hier regelmäßig stattfinden, sowas wie ein Spieleabend oder ein Werwolfabend oder auch Partys mehrmals im Semester. Dann ist es noch ein Raum, in dem sich auch teilweise Gruppen treffen zum Arbeiten, also beispielsweise das Magazin TBA, weil es nicht so einen richtigen Gruppenarbeitsraum im Filturm gibt. Also man kann hier irgendwie alles Mögliche drin machen an kulturellen Sachen. Wir hatten auch schon mal Leseabende angedacht, also so alles Mögliche, was einem irgendwie einfällt. Der Raum ist da eigentlich für alles offen. Wer lieber seine eigene Idee umsetzen möchte, dem stehen einige Türen offen. Anlaufstellen können der AStA, das Alumni-Netzwerk oder das Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität sein. Benötigt man Geld zur Umsetzung seiner Idee, sollte man auf 3 Dinge achten. Der Kern ist die gute Idee. Der Kern ist, was die Leute selber machen wollen. Freiraum ist einfach was, wo man hinkommen kann, was von Studenten für Studenten gemacht wird, wo man zusammenkommen kann, wo man sich austauschen kann, zu einem Fach speziell oder einfach nur so. Und das ist sowas sehr Schönes, dass man so eine Eigenverwaltung irgendwie noch am Campus hat und sich da selber engagieren kann, dafür was zu machen und dann nicht nur auf offizielle Sachen angewiesen ist und dass man das eben auch nach seinem Geschmack dadurch gestalten kann. Also, dass wir im Anglarium wirklich die Sachen anbieten können, von denen wir denken, das macht Sinn an der Uni und das ist irgendwie praktisch und nützlich und das macht Spaß und dass man da so einen Zusammenhalt in einem Institut oder mit Studenten allgemein schaffen kann. Und ich glaube, dass so die Sachen von der Institution Uni, die da angeboten werden, was ja sehr wenig ist, eigentlich nicht ausreichen. Wir haben da so ein 3-Stufen-Modell quasi. Auf der ersten Stufe bilden wir uns selber weiter, bringen uns diese Theorien bei, die im Curriculum ausgeschlossen sind. Auf einer zweiten Stufe tragen wir diese alternativen Theorien, dieses alternative ökonomische Wissen nach außen über Veranstaltungsreihen, über Kongresse. Jetzt letzten Herbst hatten wir einen großen Kongress. Und die 3. Stufe ist dann wirklich, die harten Strukturen der VWL zu verändern. Ansonsten ist es oft wichtig für viele, es nicht allein zu machen. Das heißt, es braucht oft ein gutes kleines Team. Ja, man lernt auf jeden Fall Teamarbeit oder Teamfähigkeit. Also zum Beispiel jetzt die Organisation von so einer Ringvorlesung ist halt ein großer Teamarbeitsprozess, wo man sich abstimmen muss. Man lernt, Konflikte zu lösen. Ich meine, es gibt verschiedene Meinungen über, wie man gewisse Dinge gestaltet und wie man dann darin Konsens in so einer Gruppe findet.
Das ist mittlerweile für mich ganz normal, dass ich nach dem Seminar einfach Leute frage, die ich kennengelernt habe, willst du noch mit runter ins Anglarium, sodass man vielleicht dann noch die halbe Stunde zwischen zwei Seminaren dann zusammen hier irgendwie sitzt oder nochmal Leute trifft, die man kennt. Also man kommt irgendwie rein und wird direkt begrüßt und ist immer so einer netten Atmosphäre, auch wenn man erstmal fast niemanden kennt. Und das ist irgendwie so schön und wir würden nicht wollen, dass das wegfällt. Der dritte Aspekt ist, ich würde sagen, der Punkt Wertschätzung seitens der Uni. Wir haben auf jeden Fall die Dozenten alle hinter uns, die alle sagen, wir möchten das Anglarium behalten. Also es ist nicht, dass jetzt irgendwie unser Institut sagen würde, wir wollen das Anglarium weg haben, sondern alle, eigentlich auch alle Professoren stehen dahinter, was wir hier machen. Und jetzt geht es aber auch wieder los, dass wegen Raummangel und Geldmangel und was weiß ich, da gibt es ja alle möglichen Mängel an der Uni, dass man den Raum zurückhaben möchte. Und wir so ein bisschen versuchen, die Leute zu überzeugen, wie wertvoll das eigentlich ist, was wir hier haben. Idee, Team, Wertschätzung. Klingt ja alles schön und gut. Im vergangenen Jahr sollen einzelne Professoren noch vor dem Kongress der pluralen Ökonomik gewarnt haben. Dieses Jahr wird die Ringvorlesung vom Fachbereich begleitet. Dennoch muss von den Studierenden viel investiert werden. Zwischen Seminaren, Vorlesungen und Nebenjob fühlen sich manche überfordert mit dem zusätzlichen Pensum. Zum Teil kriegen wir deswegen Absagen von hochengagierten Leuten, dass sie sagen, nee, traue ich mir jetzt nicht zu. Dann sage ich, hör mal, du hast eine Aufgabe, du hast ein Problem erkannt, wunderbar, schneid es dir doch so zurecht, dass du es dir wieder zutraust und lass mich dich dabei beraten. Dann passt es wahrscheinlich. Aber dann merke ich auch, dass da ein Zögern da ist und das können wir nicht ändern, sozusagen. Zeit ist nicht das Problem und ich glaube, für eine gute Idee ist Geld auch nicht das Problem. Es hängt auch nicht von einem Förderprogramm ab, sondern da wird man immer Leute finden, die sagen, ja, das machen wir mit, da helfen wir euch. Eine gelungene Initiative lebt also vom Engagement aller Beteiligten. Man ist immer auf irgendeine Art und Weise engagiert und kann sich dem mehr oder weniger bewusst sein und dieses Engagement auf eine mehr oder weniger sinnvolle Tätigkeit richten. So. Und insofern ist es natürlich ein großer Gewinn, wenn man etwas gefunden hat, wo man sagt, das macht mir Spaß und das ist wirklich etwas, was zu mir passt, wo ich mich jetzt engagiere. So zum Beispiel, ich will verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert, wie die Finanzkrise zustande gekommen ist. Das ist mein authentischer politischer Wunsch, politisches Streben. Und dann finde ich dieses Engagement, das irgendwie dazu passt. Das ist dann die zweite Stufe. Aber ich denke nicht, dass man das so trennen muss und Engagement als sowas, als so ein Gimmick dann zusätzlich behandeln muss, was man dann in sein CV reinschreibt.